Wenn man mit dem Welpen anfangen will, sollte die Gewöhnung natürlich möglichst spielerisch stattfinden, dass man mehrfach über den Tag ist. Man muss ja erstmal den Hund an sich schon mal an das Halsband und an die Leine überhaupt gewöhnen, weil das ist ja schon mal was anderes für den Hund, dass er was am Hals hat und so. Das muss ja erstmal gewöhnt werden. Es ist ja nicht so, dass Hunde von Anfang an das alles immer so toll finden, was man so an sie dranhängt. Mhm. Und da ist es halt am besten, wenn man das mehrfach über den Tag verteilt, spielerisch aufbaut, dass man mit Leckerchen arbeitet, dass man dem Hund das Halsband einfach mal hinhält, dass er vielleicht selbstständig sogar schon den Kopf durchsteckt und er dann dabei Leckerchen bekommt. Wenn er sich da einigermaßen dran gewöhnt hat und sich das dann auch ohne Probleme anziehen lässt, dann kann man das natürlich noch in dem ausbauen, dass man es ihm beim Fressen zum Beispiel umlegt oder beim Spielen, beim Schmusen, beim Sozialkontakt mit dem Menschen, halt mit dem Halter. Also alles, wo der Hund das Halsband oder die Leine dann halt wirklich mit positiven Nebenaspekten verbindet. Also das ist eigentlich so die einfachste Variante, wie man einen Welpen, der noch ein weißes Blatt Papier ist, an Leine und Halsband gewöhnen kann. Und wie ist das bei älteren Hunden, die jetzt schon ziehen? Ja, da wird es schon ein bisschen schwieriger. Da kann man so pauschal gar nicht sagen, wie kann man das machen. Ne? Im Prinzip muss man da erstmal gucken, was hat man eigentlich für Ziele als Hundehalter. Und dann sollte man abklären, warum zieht der Hund überhaupt. Es gibt ja, es ist ja nicht Leine ziehen, ist ja nicht gleich Leine ziehen. Ne? Oder die Hunde ziehen ja nicht alle aus denselben Gründen an der Leine. Und da sollte man dann natürlich schon erstmal einen Blick drauf werfen, warum ist das überhaupt so. Es gibt ja zum Beispiel... Leine ziehen ist ja ein selbstbelohnendes Verhalten. Das heißt, der Hund zieht irgendwo hin, weil er dahin will. Und hat in der Vergangenheit gelernt, ziehe ich nur kräftig genug, dann komme ich auch schneller dahin. Dann gibt es natürlich Hunde, die Probleme mit der Leine haben oder mit dem Halsband, die dann versuchen zu flüchten und deswegen ziehen an der Leine. Das muss man natürlich ganz unterschiedlich bewerten. Und in der einen Situation oder bei dem Hund, der gelernt hat zu ziehen, weil er da durch seinen Erfolg hat, da gehe ich natürlich ganz anders mit um als mit dem Hund, der Angst vor der Leine hat und versucht zu flüchten. Also so pauschal, wie gewöhnlich einen alten Hund oder einen älteren Hund an die Leine, das lässt sich leider so mit ein, zwei Sätzen nicht beantworten. Da muss man halt immer, es ist eine Einzelfallentscheidung, man muss halt gucken, was habe ich für einen Hund, was habe ich für Gründe, warum zieht er an der Leine, und dann muss man halt darauf angepasst was finden, was man machen kann. Ja, jetzt gibt es ja auch viele Hunde, die brauchen gar keine Leine, also die bleiben so auch beim Herrchen. Ja. Wie kann ich dem Hund das denn beibringen? Ja, das ist natürlich so das Wunschdenken vieler und das Idealbild. Das kann man durchaus erreichen und das ist auch im Prinzip gar nicht so schwer. Man muss halt nur eine gesunde Bindung und Beziehung zu dem Hund haben. Und was viele Leute heutzutage falsch machen, ist halt, dass der Mensch sich am Hund orientiert. Und es sollte eigentlich genau andersrum sein. Der Hund muss sich am Mensch orientieren. Und wenn das vernünftig gelaufen ist, dann erreiche ich halt dieses Bild, dass der Hund auch ohne Leine bei mir bleibt. Wenn ich einen Hund habe, der weiß, der Mensch orientiert sich an ihm, der hat natürlich keinen Grund, bei diesem Menschen zu bleiben, weil er hat es ja im Prinzip gelernt, der Mensch folgt mir. Na, und dann muss ich ja nicht bei meinem Menschen bleiben. Grundstock natürlich ist in dem Fall wirklich eine solide Beziehung und eine gesunde Bindung zueinander. Eine soziale Harmonie, also das ist noch nicht mal so sehr was, dass man über Leckerchen und ständiges Reinstopfen erreicht, sondern das hat wirklich was Soziales an sich. Ne? Also das erreicht man wirklich dadurch, dass man wirklich ein ordentliches Herrchen ist, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, eine souveräne Führungsperson darstellt und dem Hund halt beigebracht hat, nicht du bist der Nabel der Welt, sondern ich bin dein Nabel der Welt. Also du hast dich an mir zu orientieren, du hast mir zu folgen und dann geht es uns beiden gut dabei. Jetzt gibt es ja auch diese Stachel- und Würgehalsbänder. Wie stehen Sie denn dazu? Ja, das ist ja so das ewige Streitthema. Hundezwang und solche Geschichten, das wird ja immer ganz kontrovers diskutiert und teilweise leider auch viel zu emotional. Also sagen wir es mal so, grundsätzlich braucht man diese Gerätschaften natürlich nicht. Es gibt aber ganz extreme wenige Ausnahmefälle, wo wirklich auch mal ein Stachelhalsband korrekt angewendet, also immer vorausgesetzt, dass man wirklich eine fachmännische Handhabung dahinter hat, bei Problemverhalten wirklich über einen kurzen Zeitraum eingesetzt, dieses Problemverhalten wirklich abstellen kann und dem Hund dadurch langfristig natürlich bessere Lebensqualität erbringen kann, als wenn man ihn zum Beispiel für den Rest seines Lebens an einer kurzen Leine führen muss. Also
man muss dann auch noch wieder unterscheiden, sind wir in der Ausbildung oder sind wir in der Erziehung des Hundes. In der Ausbildung hat das meiner Meinung nach überhaupt nichts zu suchen, weil ich muss einen Hund nicht über Schmerz oder über Strafreize ausbilden, das brauche ich einfach nicht heutzutage. Wenn es um eine Verhaltenskorrektur geht, ich denke da jetzt so an extreme Jäger zum Beispiel, kurzfristiger fachmännischer Einsatz ist in solchen Fällen gerechtfertigt teilweise und führt dann langfristig auch zum Erfolg, dass der Hund wirklich wieder ein besseres Leben führen kann und die Umwelt natürlich dann auch. Was kann man denn tun, wenn sich der Hund gegen die Leine wehrt, also gegen das Anlegen der Leine? Auch da kommt es ja wieder darauf an, warum wehrt er sich. Da ist es zum Beispiel, viele Auslandshunde haben natürlich Probleme damit, die auf der Straße groß geworden sind, die nie mit Menschen großartig zu tun hatten. Wenn man denen natürlich so hopplaub versucht, eine Leine und ein Halsband anzulegen, hat man dann natürlich schon Widerstandshandlungen. Im Prinzip auch da eine einfache Gewöhnung wie beim Welpen. Dass man wirklich die Leine und das Halsband positiv belegt für den Hund und dass man da über einen gewissen Zeitraum halt wirklich die Leine und das Halsband zu was Angenehmem macht und nicht zu einem notwendigen Übel. Aber auch das ist wieder eine Einzelfallentscheidung. Und es gibt ja auch Fälle, wo es genau umgekehrt ist, dass der Hund also so wild ist auf die Leine oder auf das Halsband, dass man es auch nur schwer anlegen kann dann. Das hat aber weniger mit der Leine oder dem Halsband zu tun. Ja, also, dass er raus will. Genau, in solchen Fällen sind natürlich für den Hund Leine und Halsband sind natürlich Anzeichen, jetzt geht's los. Nicht so sehr wegen der Leine und des Halsbands, sondern weil Hunde ja in Ritualen leben. Und da müsste man dann eigentlich eher an dem Erregungslevel des Hundes arbeiten und nicht so sehr an dem Anlegen der Leine und des Halsbandes. Also da sind aber auch dann schon meist andere Probleme, stehen dann da noch im Raum, wo man erstmal dann wirklich drauf gucken muss. Also gerade diese Erregung bei Hunden und Frustrationsertragung ist natürlich ein großes Thema bei Hunden heutzutage. Da muss man dann natürlich auch dran arbeiten, dass der Hund erstmal insgesamt runterfährt und zwar sich freut, dass es jetzt gleich Gassi geht, aber Freude sieht halt anders aus als dieses hysterische Auf- und Abgehüpfe und Geschreie. Das ist keine Freude, das ist einfach ein Erregungszustand, der den Hund auf Dauer auch krank macht. Das ist einfach, wer da denkt, der Hund freut sich, der irrt sich leider. Und wie ist das, wenn man jetzt einem aggressiven Hund begegnet als Hundehalter? Wie kann man sich da am besten verhalten? Einfach weitergehen. Also das Sinnvollste ist wirklich einfach weitergehen, gar nicht großartig die Situation bemessen, vielleicht einen ausreichenden Seitenabstand halten, dass der aggressive Hund halt nicht zu nah rankommen kann und die Situation ansonsten gar nicht bewerten. Einfach wirklich auch da wieder Führungsqualitäten beweisen, raus durch die Situation und das war's. Weil mit jeder Handlung, wo ich jetzt versuche, vielleicht den Hund abzulenken oder ihn aufzuheitern oder sagen, das, guck mal, wie doof der ist, zum Beispiel gibt es ja auch viele, die sagen, guck mal, das haben wir gar nicht nötig oder so, setze ich wieder Gewichtung in die Situation und wenn man Pech hat, lernt der Hund dann dadurch auch eventuell diese Situation doch zu bewerten und gegebenenfalls irgendwann auch mal darauf zu antworten vielleicht. Also das Sinnvollste ist es sicherlich, einfach weiterzugehen und sich nicht dran zu stören.